So, das sind ja, das Informationen. Ist mir entgangen, auf jeden Fall. Was denn? Naja, das hast du jetzt, glaube ich, auch nicht mitbekommen. Du sitzt hier gerade, Dingens wohl hier, Sharks und Munin wohl die ganze Zeit in Hamster am Raiden sind. Und Sharks wohl gerade irgendwie gesagt hat, nachdem die das dritte Mal ein Beam auf Gate nachgeplaced haben, so, ja, ich bin raus oder sowas. Hm, okay. Genau, und hier war nix. Das heißt aber, die raidenden Personen bei Isa sind nicht Sharks und Munin. Scheinbar nicht. Wen haben wir denn dann noch da? Keine Ahnung. Naja, ich hasse Hamsti es. Ist ja dann auch belagert. Dann fallen die beiden mal weg. Der Tower ist von Bibi und Tina. Der ist von denen selbst. Nein, Bibi und Tina ist Gato. Ja, stimmt. Klar. Hier sind nämlich die einzigen, die jetzt noch überbleiben. Und da knallt's auch immer noch. Mhm. Ich hab grad einen kleinen X-Schuss hier hinbekommen. Und wo kam der denn bitte? Okay, pass auf, ich versuche einfach irgendwas zu machen. Ja, ich krax das Metal mal kurz heim. Ich kraxel da jetzt mal hoch und guck mal, was passiert. Beziehungsweise kann ich im Fotomodus, wenn ich auf der Leiter bin? Ja, geht sogar. Aber es bringt mir hier nichts, weil ich nicht hoch genug bin. Ich habe das Gefühl, die sind nicht oben drauf. Aber der Turm ist wild hoch. Der ist wirklich verdammt hoch. Ich weiß nicht, ab wann die mich hören. Es kann sein, dass ich mir gerade quasi Selbstmord begehe. Wir hätten noch Teile einer Ghillie-Rüstung in der Base. Okay, die sind, glaube ich, oben drauf. Ich habe einen Dimorphodon schreien gehört. Gut, dass wir uns dann Ghillie-Rüstung bringen. Die hört man nicht. Nee, man hört aber, wie ich die Leiter hier hochkletter. Hallo, warte mal. Die sprengen sich gerade von hinten die Base. Die haben. Moment. Ich glaube, da ist einer oben drauf. Ich bin mir nicht sicher. Einer steht auf jeden Fall vor der Base. Einer ist oben drauf. Wenn das Rama ist, ne? I try it. Okay, haut ab. Noch einen Schuss in die Beine bekommen. Die Frage ist ja jetzt, wäre vielleicht sogar jetzt geil, auch wenn es zu wenig ist, aber so für die Chaosmacherei, jetzt die Kanone zu zünden. Er ist da. Das habe ich so geintet. Das war ein Free Kill, den ich weggegeben habe. Das sage ich dir. Der ist hier. War so free und ich habe die Bola verschmissen, ey, ist das peinlich. Er wäre so free gewesen. Ah, geil. Der Drecksack! Was passiert da bei dir? Er hat den Tower eingesteckt, als ich oben drauf war. Und ich wundere mich, hä, Moment, wo ist mein Boden hin? Mann, ich hätte Rama haben müssen. Meine Bola, der hat aber, ich glaube, die Bola ist verschwunden. Ich glaube, das war wieder so ein Fall von der Player hat die Bola gefressen. Das muss ich mir mal angucken.
Oh, den hätte ich sowas von haben müssen, ey. Ist das dumm. So eine Scheiße. Ja, ich komme gerade mal zurück. Ich muss Grapples machen. Aber ja, die versuchen sich gerade von hinten reinzusprengen. Eigentlich hätte ich sie machen lassen müssen, so nach dem Motto, hier, macht. Sprengt sie weg. Ich baue ein paar neue Grapples und dann können wir theoretisch nochmal gucken. Mhm. Ja, ich baue noch gerade hier unser Viehzeugs ein und dann... Lass mir nur kurz etwas Hide organisieren, dann ist alles fein. Yes. Mann, ey. Das interessiert mich jetzt, würde am liebsten direkt das Video kurz angucken. Ich glaube, die Bola ist mal wieder einfach nur verschwunden, sodass du die in den Player schmeißt und die ist weg, also. Mhm. Weil ich meine, ich habe keinen auf dem Boden Knall-Sound gehört, sondern einfach nur dieses typische Wusch und dann nichts mehr. Aber ich glaube, das war auch Rama. Das wäre ein bisschen, das wäre böse gewesen, wenn wieder Rama tot gewesen wäre. Dann müssen die halt echt bald mal mit dem Traden anfangen. Ja. Und ich maul hier rum wegen irgendwelchen anderen Toten, die nicht zählen. Wir hatten das damals aber auch so eigentlich geregelt, dass das Traden von Leben auch Leben kostet. Ein Tame. Also muss es dann Tame opfern. Keine Ahnung, hat Gato einfach, glaube ich, auch gesagt, können wir ja eigentlich beibehalten. Also, nö. Okay, gut, warum nicht? Nicht weiter drüber gesprochen. Worauf ich sonst auch noch mal Bock hätte, wäre noch mal zu Sharks, aber halt auf richtig böse. So mit Beertraps wie Sau und Fallen ohne Ende, alles in den Wald legen und die dann aus der Base rauslocken, dass die mit ihren Spinos kommen, weißt du? Mhm. Da hätte ich, glaube ich, sogar noch Bock drauf. Ah, jetzt müssen wir gerade gucken. Ich wollte Grapples haben. Du hast das Metall in den Forge schon verteilt? Nee, ich bin immer noch hier unten am... Hast du es schon hochgepult? Nee, ist auch noch nicht. Ich bin hier unten noch das Viehzeug am Einbauen. Okay. Ich hatte ein bisschen... Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ja, ich hatte ein bisschen quatschigen Stress gerade. Quatschiger Stress? Ja, PvE. Okay. Ich pull das einfach mal. Ich nehme an, du hast es in die Farm Crafting Station gepackt, oder? Genau. Gut, dann Metal. All Structures in die. Wo sind sie? Refining Forges. 3K Metal. Ja, das kommt so in etwa hin. Yes. So, ich komme auch nach oben. Mhm. Aber da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Einfach auch, weil die halt auch so krass die ganze Zeit am Pushen sind auf PvP und dann die ganze Zeit gefühlt gegen eine Mauer laufen, weißt du? Mhm. Im wahrsten Sinne. Da wäre es, glaube ich, auch schon mal ganz cool, wenn einfach mal jemand zu denen kommt. Und ich meine, hier passiert jetzt gerade eh nicht so viel, ne? Aktuell. Ja, wir müssen jetzt halt auf Metall warten, damit wir unseren Kanonenplay machen können. Genau, das ist es halt. Check nochmal kurz bei den Kollegen hier oben, was jetzt hier gerade Phase ist. Wäre ja gut möglich, dass Garte dafür gesorgt hat, dass die jetzt auf die Rückseite konzentriert sind. Stört mich ein bisschen, dass der jetzt zuerst an war und dann doch so schnell wieder durchgezogen ist. Das ist aber halt auch ein Problem, wenn du nicht deine ganzen Mats direkt neben dem Raid hast. Ja, das stimmt wohl. Oh mein Gott, das ist das Game, ne? Alter. Ey, nee, ich kann's nicht mehr, Alter. Was ist jetzt wieder? Ich hab mich hochgegrappelt zu dem Tower, ich hab die Grapple an die Schräge geschossen, hab mich hochgezogen und auf einmal bin ich unter der Schräge. Ja, klar. Konnte man mich dann halt nicht draufziehen. Weil war ja drunter. Hm? Absolut sinnvoll. Ja, hat sich das auch erledigt. Ich wollte mal eben kurz auf den Tower hoch und direkt wieder den Dünger rausklauen aus den Beeten.
Naja, gut, dann behalte ich, bereite ich mal ein paar Beer Traps vor. Die sind ja relativ günstig sogar, die Dinger, ne? Wenn du das sagst, ich glaube, ich hab nie wirklich welche gemacht. 6 Metal each. So, Large Bear Traps machen wir jetzt 20 Stück von. Dann kleistern wir da die Scheiße aus dem Wald gegenüber von deren ihrer Base, locken die raus und machen da das Minenfeld des Todes, okay? Mhm. Hier ist noch, eine Flak drin, ne? Hier im Schrank. Ui, hat's mich geschüttelt. Weil die Flak drin ist. Weil die Flak drin ist, ja. Ach man, der ärgert mich jetzt gerade. Den Killer auf Rama, der war safe. Der war so safe. Und ich hab's verkackt. Oder die Bola hat nicht gezählt, ich weiß es nicht. Safe die Bola. Ja, weiß, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich die verworfen habe. I don't know. Hast du eine zweite Shotgun am Mann? Yes, natürlich. Gut, ich nicht. Dann werde ich mich da mal noch kurz drum kümmern. Wir haben auch keine auf Reserve. Wir müssen nur irgendwie immer dem. Okay, vielleicht sollten wir da hingehen. Oh, ist der stinksauer. Vielleicht sollten wir da doch nochmal kurz hineiern. Das muss ja am anderen Ende des Berges sein, wo ich gerade herkam. Mhm. Sollen wir mit Viehzeug oder sollen wir Apedis? Baris. Wie viel Lack willst du saufen? Das stinkt wieder. Das stinkt so, als wurde er von einem Alu geheadshottet. Dödel mal gerade Richtung den Rally Point, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ich bin hinter dir quasi. Barinko nix. Der Turm steht immer noch halb. Sitzt einfach ein Argi rum, der mir den Weg blockiert. Verpissen sie sich. Alpha Raptor, Kano, Trodon, alles Block Bodas für dich. Lächerlich. Wir jetzt wüssten, wo das passiert ist. So, du bist jetzt oben über unsere normale Rampe bei dir rauf. Nee, ich bin beim Rally Point. Ja, wie bist du da hingekommen? Ja, außenrum. Du kannst auch oben lang gehen, das gibt sich nichts. JB hat irgendein Bild ins Discord geschickt. Ich guck mal gerade. Ah, nee, gucken okay. Ist nur ist ein Screenshot von Gatos Leiche mit dem Herz rundherum. Cool. Ich würde gerne wissen, wo das passiert ist. Der muss den ja irgendwo weggechased haben. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die jetzt gerade mal nicht in der Base sind, was halt sehr schön wäre. Mhm. Auch wenn dann. Junge, dieser Barry bleibt einfach überall stecken. Wo hänge ich denn hier? Uff. Mittlerweile wundert mich das. Oh, ich sehe ihn. Da unten im Rex. Ich bin natürlich auf der völlig falschen Seite vom Berg. Aber den Rex, den kann man wegmachen. Der ist schon ziemlich bloody auch. Okay. Und zu vorne ist ein Zu-Fuß-Player noch. Oder? Nee, es ist nur der Zu-Fuß-Player. Der Rex, der hat den Rex auf Follow. Guck, dass du, wenn du kannst, irgendwie flott zu mir kommst. Ja, ich bin die falsche Seite halt runtergelaufen, deswegen. Hast du mich getrackt? Noch nicht. Dann mach das, damit du weißt, wo du hin musst. Kann ich dich als Spieler tracken? Nee, du kannst doch meinen Barry tracken. Das ist gut. Vermutlich der Einzige, der sich am Bewegen ist. Sitzt da einer drauf auf dem Rex? So wie der Move, würde ich sagen, ja. Ja, tut's auch. Rex ist tot. Keine Ahnung, wo der Spieler ist. Weil hier 50 Millionen Argis sind, die um meinen Kopf schwirren.
Ja, der ist halt weg. Keine Ahnung, Mann. Ist das. Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Genau in dem Moment aggro ich hier 50. Verpisst euch! Alter, diese verkackte scheiße Argis, Mann. Mhm. Die haben halt gerade dafür gesorgt, dass ich keine Ahnung habe, wo der Player, der auf dem Rex saß, hingerannt ist. Also, aber 0,0 habe ich eine Ahnung. Ich komme jetzt von hier. Ja. Ich habe auch den Kano genommen, damit ich im Zweifelsfall Bleed reinhauen kann. Du denkst immer so halb richtig. Ja, ich weiß, Mate Boost, bla bla bla, aber ich werde genauso von dem einen runtergenetgunnt wie von dem anderen auch. Ja, aber mit dem einen kannst du mindestens springen und dich halt. Hier ist ein Rex mit Baby. Ja, das ist ein Wilder. Ja, ja, klar, aber. Man kann es mal seinen Level checken. Verdammte Axt, es gibt's doch nicht. Wo ist denn. Ich meine, der wird jetzt halt über alle Berge sein, der Player, aber. Da kommt der nächste RG. Ey, was ist denn hier los? Baby ist Female Level 20. Mutter auch Level 20, Female. Female Level 20. Wo ist eigentlich unser neuer Rex? Hier. Was? Sollen wir die Mutter killen und das Baby mitholen? Nee. Gut. Aber ich meine den anderen. Keine Ahnung. Ja, scheiß mal auf die. Ja, ich zieh mal durch. Mal wieder gehen. Ja, zur Base. Lass uns den Plan Sharks weiter fortsetzen. Scheint haben sie gar schon mit dem Rex gejagt. Ist das dumm, ey. Gart, um im Rex zu bekommen, klingt aber auch wild. Obwohl einer zu Fuß und der andere. Hier steht ein Enki rum. Vielleicht unser? Ja, unserer ist eingebaut. Hit me. Ja, lass mal stehen. Was war denn jetzt am Kano falsch, dass ich sag, wenn wir einen finden und dann kann ich wenigstens ein bisschen Bleed reinhauen? Du bist unmobil wie Sau. Guck mal, du findest kannst du? An dem. Ja, du kannst da halt, guck mal, du kannst hier so wie ich hier langlaufe zum Beispiel halt nicht. Ich komme aber denselben Weg entlang tatsächlich. Boah, fuck, okay. Ich bin ja schon wieder nicht aufs Leben aufgepasst und ist wieder arschkalt. Einfach Half-Life wieder gewesen. So, ich mach die ganze Zeit Mad Boost wie ein Idiot. Ja, es ist auch wieder so irgendwie so eine Nacht, wo es einfach minus 20 Grad ist. Und direkt erstmal in der Base gerade chillen. Mhm. Dann bereiten wir den Angriff weiter vor. Ich würde sagen, was sollen wir nehmen? Sollen wir. Ja, wobei Explode Traps kann man, glaube ich, nicht stacken. Sollen wir die Explosive Traps nehmen oder die Betäubungsfallen-Dinger? Für den oben das Plateau zu machen. Oder was meinst du? Nee, wir gehen ja. Ach so, zu Sharksons. Ja, okay, ja. Okay. Da gehen wir dann auch nur mit Baris hin, damit wir schnell da sind. Mhm. Die werden dann bestimmt auch wieder mit den Spinos rauskommen. Haben die noch welche? Weiß ich nicht. Warum sind hier 17 Fallen? Ich hab doch 20 gecraftet. Muss man nicht verstehen, oder? Vielleicht nicht genug drin. Kein Plan. Aber Schießpulver läuft wieder ganz gut. Gut. Ja, ansonsten hätten wir halt diese Betäubungsfallen, ne? Aber da werden sie eher, glaube ich, gewappnet gegen sein als gegen den anderen, gegen die Explosive Traps. Mhm. Was ist denn das Ding? Ich liebe dieses Spiel. Dreh dich mal rum. Ich häng mit dem. Danke. Oh. Explosive Traps kosten halt auch 50 Gunpowder each, ne? Ich weiß nicht, wie effizient das ist. Hol dir auf jeden Fall Stimulant mit, weil die beiden ja mit ihrer Betäubungssache durch die Gegend rennen.
Ja. Ich bin auch, wir machen lieber Narco-Traps. Narco-Traps besser, weil die betäuben auch die Tames wie Sau. Mhm. Wir müssen mal aufpassen, die sollten ja jetzt auch so sein, dass sie uns auch treffen, ne? Ja. Das Uso, der Uso, Alter, Usoische Fix. Pass mal auf, das testen wir jetzt mal. Stell mal eine draußen auf, ich renne durch. Und dann gucke ich mal, wie viel Torpor mir das macht und was passiert, wenn ich dann einmal kurz Stimulant ist. Ja, können wir machen. Aber wie gesagt, die Tames sind halt auch das Ding, ne? Die kriegen halt richtig Torpor dadurch. Einfach auch mal für uns zu wissen, weil wann hast denn du das letzte Mal die Dinger gesehen? Weiß ich nicht. So, Torpor geht hoch auf 50. 51,1. Jetzt mache ich das Stimulant rein. Geht aber tatsächlich vom Stimulant nicht runter. Hm. Ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum geht denn das vom Stimulant nicht runter? Nicht. Mal 10 davon. Mhm. Das heißt, es wären 5 Traps, ne? Könnte es eigentlich noch verdoppeln. Vielleicht 20? Ja, komm. Übertreib. Nein, oh, jetzt habe ich 20 weitere gepult. Das wollte ich nicht. Sound ist sehr unangenehm, tatsächlich. Was sagt eigentlich mein Vogel auf Sound, der Schulter? Das schöne Bruch. Ja. Ja, der ist geil, ne? Der hat gar keinen Torpor abbekommen. Oh, der hat aber Health. Der hat aber Level. Das ist 268 Damage. Nice. Das hat das Vieh, was hier gerade so umgequäkt hat. Ja, weil ich gelevelt habe. Ich hol dann mal noch ein paar Map Crews mit. Wie viele hast du auf Tash? 1, 2, 3, 30. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. Gut, der Vorteil ist jetzt halt wirklich, dass mit dem ganzen Torpor, wo wir haben, 50 ist zwar nicht toll, vor allem im Stress, wenn man in der Gegend rumspringen ist, ist es wahrscheinlich auch nicht geil. Aber es lässt sich aushalten. Ach Gott, jetzt sind in den Warum sind wir so arm an Holz? Ein Cooking Pots ist auch kein Holz mehr. Jetzt muss ich mal aus irgendeiner Forge ein bisschen was wieder klauen. Denn Vocal Chili sollten wir bei der Aktion auch mitnehmen. Dann werden aber wahrscheinlich wieder Tinto Berries fehlen. Das heißt, ich müsste mit dem Parasaurus noch mal kurz durch. Oder ich mach's halt mit der Whip. Okay. I'm back. Nice. Ich will mal noch gerade 2 zusätzliche Vocal Chilis anhauen. Weil. Okay. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall ja mal eins mit. Mhm. Und ich will nachher nicht in der Perch dann ohne da stehen. Überlege, ob wir ein paar Granaten mitnehmen sollten zum Baiten. Ich konnte eins machen. Wahrscheinlich nicht verkehrt, ne? 10 Granaten einfach zum Bait. Mhm. Eine Zitrone fehlt für ein zweites. Ja, super. Neff. Okay, nochmal ein bisschen mehr Shotgun-Ammo. Guck, dass dein Stuff repariert ist. Meine Rüstung ist zum Beispiel nämlich nicht repariert, merke ich gerade. Mir fehlt eine Dura auf dem Helm. Das wage ich mich jetzt. Okay. Teufelswild bin ich. Fuchs Teufelswild. Fox Devil's Wild. Yes. Wie viel Shotgun-Ammo nimmst du mit? Ich hab gar keinen Platz für die zweite Shotgun auf der Hotbar, ne? Ja, mir fehlt da auch die Longneck auf der Hotbar, so ist nicht. Ich habe jetzt 34 Schuss dabei. Aber treib's nicht, wir werden wahrscheinlich sterben. Also geh mal davon aus, wir sterben werden. Ich mag deine positive Art hier, Focal Chili. Positive Art? Naja, keine Ahnung, was willst du machen? Also wir müssen halt ja schauen, dass wir... Also wir sind schon mal, machen, ne? Wir sind halt schon mal bei die Reihen und ja, da haben wir halt richtig auf Schnauze gekriegt.
Aber wir sind wieder raus. Das, ja, ja. Ich bin ich bin halt schneller mit dem Frosch weggerannt, als man gucken konnte, aber raus halt. Ich will halt gucken, dass wir noch Stress machen, dass wir ein bisschen Action machen, ja, dass wir hier die ganze Zeit vor allem mal ein bisschen mehr sehen als nur diesen verkackten Berg da oben. Und, ja, halt dessen Bewohner. Von daher. Tapetenwechsel. Abfahrt, genau. So kann man es auch ausdrücken. Gut. Gut, Knut. Wie viele Grapples hast du dabei? 8. Okay. 11 sollte reichen, denke ich. Oben sind noch ein paar, auch im schlimmsten Fall, aber. Gut, keine Ahnung. Dann los. Wenn wir Glück haben, ist es Tag, wenn wir ankommen. Weil ich habe die Fallen dabei. Und sonst habe ich, denke ich, auch alles. Hörst du das Wolfsgeheul? Nö, tatsächlich nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob ich auf den schlechteren Barry gehe. Ich könnte ja auf den schlechteren Female. Wobei, der kann in 28 Minuten breeden, der schlechtere Female. Mhm. Aber ich kann den schlechteren Male nehmen, ne? Also, du willst da jetzt auf schnell rein. Fallen platzieren, ja, die versuchen reinzulocken. Genau. Dann fighten und dann passiert das, was passiert. Genau. Okay. Okay, los geht's. Hui. Also im besten Fall kriegen wir die halt mit der Aktion. Also im besten Fall kommen die mit Big Tames raus. Spinos, falls sie noch welche besitzen. Keine Ahnung, wissen wir ja nicht. Ich habe im Kopf, dass irgendeiner von den Teams da im Moment Probleme mit den Viechers hat. Ja. Kann aber auch Hamstil sein. Scheiße, ey. Halb tot, aber wir können seinen Fischen heilen da hinten. Guck, dass du meinen Barry markierst. Hab ich markiere auch deinen. Gerade gemacht. Markier den Dimorphodon. Stimmt, das kann ich auch. Dann weißt du viel eher, wo ich bin. Es ist markiert. Gut. Dann einmal zum Fluss, da wo Hamsti ist, da gehen wir dran vorbei. Und dann, wie gesagt, also im besten Fall. Gehen wir mal davon aus, die haben Spinos. Dann kommen die mit Spinos rausgepusht, dahin, wo wir die Fallen hingelegt haben. Da locken wir die dann halt hin. Und dann werden die im besten Fall. Das ist ein Alpha-Raptor, den könnten wir theoretisch kurz töten. Werden die halt im besten Fall abgemountet. Aber wir lassen es doch geschissen. Werden die im besten Fall abgemountet. Und die Tiere stehen halt in dem Debuff die ganze Zeit von der Wolke drin und werden dann ausgenockt. Kommst du zurecht da hinten? Ja, ja. Ich spring gerade über den Alpha-Raptor drüber. Okay. Kannst einfach laufen. Naja. I'm running. Ja, das ist im Groben der Plan. Einfach versuchen, in so eine Falle zu baiten und danach fighten wir die da. Das größte Problem war halt letztes Mal die Spinos. Also versuchen wir da. Gut, wir gehen wieder zurück. Das war aber eigentlich auch abzusehen. Achtung, Teilnehmer. Begibt euch vor Ablauf der Zeit in die Arena oder bezahlt mit einem Leben. Was hast du für ein Level 6? 6 natürlich. Ja, komm, fuck off. Aber lass den Alpha Raptor klatschen. Ja, ja, das war jetzt ein geiles Teil. Ja, gut. Ist halt so. Lucky. Der Wille war da. Nein, Barry ist ziemlich lowlife. Für dass ich auch eine Runde gefallen bin, geht's meinem noch halbwegs gut. Wo war der Alpha-Rapitte zu Tor? Ziemlich nah am Berg. War weiter rechts, glaube ich. Ich meine auch weiter rechts. Ich habe den ja ein bisschen, ich bin ja über den drüber gesprungen und habe den ein bisschen mitgezogen wahrscheinlich. Wie sie sehen so nüß. Aber gar nüß. So ein R.J. Simpson. Ja, drauf geschissen. Keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Perch. Ich würde sie gerne genauso spielen wie beim letzten Mal auch. Wir halten uns kurz oben, dann springt ja jeder Affe wieder direkt ab. Und dann gehen wir hinten an die Rampe wieder zu den Steinen.
Und dann gehen wir wieder rauf, sobald oben frei ist. Okay. So vom groben Plan her. Geht wahrscheinlich eh nicht auf, jetzt wo ich es einmal gesagt habe. Haben die eigentlich überall ein Fiomia rumstehen? Das ist dasselbe. Übrigens, hier in der Nähe müsste unsere Secret Base sein irgendwo. Okay, stimmt, die haben wir auch noch nicht angeguckt. Das könnten wir jetzt aber noch in der Viertelstunde machen, dass du einmal da hin und her travelst. Ja. Also müssen wir jetzt können wieder einen Weg nach oben finden. Ich glaube, wir kommen hier nicht lange, wir müssen andersrum gehen. Mhm. Oh Gott. Alter, der Barry ist genau in die scheiß Spikes reingesprungen, die hier stehen. Ah, das sind so die Spikes vom Stego, die ich eben gesucht und nicht gefunden habe. Ja, hier sind sie. Ja, gut. Kannst stehen lassen, ich habe neue gemacht. Klasse. Ich überlege, ob ich mit dem Barry kurz runter zum Wasser gehe, der reckt ja so krank, wenn man die Fische killt. Ne? Ja, mache ich auch. Der ist halt so low life. Nicht einen Fight gehabt, der ist noch 500 HP runter. Nur Fallschaden. Das ist, also... Das muss doch auch an Asa liegen, dass das nicht mehr so easy funktioniert wie vorher. Ich meine, ich habe früher auch immer den ein oder anderen Tame mal ein bisschen Fallschaden zugefügt, ja. Aber ich bekomme ja hier einen unter 10 Sprüngen hin. Das kann ja auch nicht sein. Tja. I need more fish to heal myself. How much is the fish? Oh ne, das ist was anderes. Das ist krass, wie viel ein Barry sich heilt, wenn der einfach nur Fische killt. Das ist echt crazy. Wusste ich halt auch nicht, ey. Weil ich spiele die Dinger halt auch nicht. Warum sollte man auch so ein blödes Vieh spielen? Ups, ich habe mal zufälligerweise auf unsere Gegnerbasis geschossen. Was? Womit? Mit der Longneck natürlich. Ich lieg oben auf dem Tower und wollte mal rüber gucken, ob ich wen sehen und ja, habe ich vielleicht kurz geschossen. Ui. Warum trifft eigentlich passiert. Eine Longneck nicht auf Croplots? Also warum macht die nicht genug Damage? Mhm. Wenn man zu Hause auf einen Blumentopf mit einem langen Nacken schießen würde, wird der doch auch kaputt gehen. Ja gut, das ist ja ein Blumenbeet, ne? Aber ja, ein anderes. Auch wieder richtig. Naja, bewegt sich nichts. Die sind vermutlich am rotieren, dass sie jetzt hier Zeug gemacht bekommen. Die sind jetzt beschäftigt auch, ne? Mhm. Wobei die ja jetzt auch durchaus genug Zeit hatten, sich zu preparen. Ja. Step by step, day by day, tü-tü-tü-tü-tü. Fuck du, ey. Ich fühle mich immer mehr, als hätte ich als wäre ich krank, ey. Hast ja auch quasi Urlaub. Im Urlaub muss man gefühlt immer krank sein oder so. Hm. I'm back home. That's nice. Nun gut. Dann leget er sein Zeug weg. Aber diesmal sollten wir auf jeden Fall, oder würde ich gerne mehr Longneck-Munition mitnehmen. Ich habe 100, glaube ich, für jeden drin. Toll. Boah. Ah, der Räucherdachboden hier oben ist irgendwie gemütlich. Ja, gell. Also, ich bin ein bisschen overweight vielleicht mit dem ganzen Zeug, was ich dabei habe. Ja, sah so aus, als wärst du overweight, ja. Kann ich bestätigen. Ich spiele das jetzt so. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was? Krass, es passt in die Kiste tatsächlich mein komplettes Kit rein gerade. Also alles, was ich im Innenfach hatte und in Hort war. Mein gutes Gammelfleisch und die Fallen gehört eigentlich nicht dazu, ne? Ist halt auch wieder ein Wal, ey. Yes. Was sondere ich denn hier ab, was viel wiegt? Ach du Scheiße, das Purge-Kit ist ja schwerer als mein normales. Hast du, Vocal Chili dabei? Mhm.
Wie viel? Eins? Zwei? Zwei. Zwei. Ich habe jetzt drei, weil ich noch eins auf Tesch hatte. Aber das packe ich weg. Die Bolas, ey. Ich bin halt overweight mit dem Kind, ne? Das ist zu viel. Ja. Kann ich nicht tragen. Ich bin jetzt auch mal gerade am aussortieren. Was hast du denn? Brauchst du Beachtung? Ja, ich brauche Beachtung. Nee, nicht du. Klingst du wieder nach Oma? Mal her. Nee, bist du nicht. Oh, dicker Kater. Mach dich mal, nee. Guck erstmal zu, dass dein Kit jetzt ready ist und dann machst du trotzdem noch einmal leer und gehst mal kurz rüber. In die andere Base. So, ich würde sagen. Ich würde sagen, Shotgun-Schuss tue ich die Hälfte. Ja, okay, warte. Ja, dann muss ich mich aber ja nackt machen wieder. Ja, deswegen. So, einfach rüber und so. Travelus Bezos. Jeff Bezos. Was ist das denn? Stealth Simple Bad. Ja. Er portet. Er ist geportet. Geil. Super. Wo bin ich jetzt hier? Ja, genau deswegen sage ich ja. Geh mal hin. Hat das Ding auch einen Ausgang? Ja. Gegenüber vom Bett. Ja. Es ist so, du kommst aufs Bett, dann greifst du auf die, auf den Table zu. Aber wo bin ich denn hier? So, dass du dich die Ruine anschleichen kannst. Aha. Weiter oben wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, aber also find die Base mal. Wie schlimmer ist, jetzt bin ich hier einmal runtergerutscht. Komme ich jetzt wieder hoch? Hatte ich dir keine Crapples reingemacht? Ja doch, aber ich habe das Kit nicht genommen. Ungut. Okay, es geht. Passt. Ich wollte gerade sagen, jetzt sterbt man nicht am PvE, da weil so ein Sabertooth kommt und auf dich naked draufhaut. Das wäre geil. Oder halt auch nicht, aber witzig. So, ich habe zwei Stacks Bolas weggemacht, also ich renne jetzt nur noch mit 30 Bolas rum. Ja, komm, ich mache auch cringe. Ich mache noch ein paar Fallschirme weg. Ja, 20 Fallschirme müssen glaube ich nicht sein. Ja, 15 werden es auch machen. Oh lol, das waren sogar noch mehr. Ich hatte einfach 28 Fallschirme dabei. Das hilft doch schon mal enorm. Dann packen wir noch eine Bola weg. Die Grannis brauche ich auch nicht. Warum haben wir hier Grannis bei? Weil ich gedacht habe, das wäre witzig. Du hast übrigens gesagt beim letzten Mal, könnte ich jetzt eine Granate werfen, also behalt die 5. Darauf kommt auch nicht an. Ja, super. Na gut, nehmen wir sie mit. So, ich habe 66 Shotgun-Schuss und 50 Longneck. Ja, ich habe jetzt reduziert. Ich könnte noch ein bisschen mehr Longneck holen, tatsächlich. Oh, wenn es nicht immer lecken würde. Mach mal nicht. Tu auf jeden Fall. Von der Dingens noch weg. Ja, ich kann mich bewegen. Bei mir ist alles fein. Ich kann rennen, ich habe nee, noch nicht mal Skill. Nee, aber tu von der Shotgun-Ammo mit. So viel brauchst du nicht. 66 ist zu viel, okay. Ist viel zu viel. Also selbst die Hälfte ist wahrscheinlich noch zu viel. Die 100 Longneck-Schuss, boah. Weiß ich, ob ich 100 Longneck-Schuss haben will. Immer 75. Ich hole mal gerade 60. Ist auch und ich schon hab viel. Und ich habe mir noch einen Schattensteak eingepackt. Vielleicht greife ich dann mal was. Ja, würde ich auch nehmen, wenn noch ein Star ist. Ja, wenn nicht, ist egal. Oben im Tower. Ah, dann kannst du auch da bleiben. Kannst du auch schnell holen gehen, also. Immer noch. Nee, passt schon. Ich bin immer noch relativ schwer, habe ich das Gefühl. Jetzt ja, gut, 50 bei mir Bolas ist dabei. 330 von 475. Tipptopp. Ja, ich habe 30 Bolas. Das wird wohl gehen. Gleich wieder als erster Tod oder so. Dann. Naja, das wäre doof. Ja, das. Aber das hat ja erst beim letzten Mal geklappt. Warum soll es jetzt nicht klappen? Drama hat ja irgendwie meinen Platz eingenommen. So, und heute gehe ich 2 Minuten vorher pinkeln. Das macht viel mehr Sinn. Bis gleich. Macht das. Gut. Kann man den Longneck ja theoretisch hier hinpacken.
kann ja was geben. Was geht so bei den Nachbarn ab? Nicht viel. Dann wachsen schon wieder die Plan X aus, ey. Guten Tag. Aha. So, und Maus-DBI noch runtergestellt, um das Zittern auszugleichen. In 12 Minuten können die Burrys breeden. Müssen wir da auch mal dran denken, wenn wir zurückkommen. Draußen ist es wieder kalt, verdammte Axt. Oh. Draußen ist es wieder kalt, ne? Oh lol. Warum? Minus 14 Grad am helllichten Tag. Mhm. Gut, bist du ready to port? So ziemlich, ja. Gut, dann bin ich am Teleporter. Alrighty. Lösen aus. Perch Arena. Guck mal. Schön. Was ist denn jetzt hier los? Keine Ahnung. Mein Game ist gecrashed. Toll. Scheiß Spiel. Okay, ich bin am Obi, sehr gut. Da. Gras aus, Fog aus, Clouds aus. Kommen Sie hier rüber. Ja. Kommen Sie hier rüber. I'm here. Ah. Alles nachgeladen, alles gefüllt. Yes. Hier ist auch nicht kalt. Da ist fein. Das ist gut. Wir haben jetzt links von uns welche, die hier vorne direkt die Ecke halten, ne? Das ist doof, weil da wollen wir ja eigentlich lang. Mhm. Oder, nee, wir wollen doch da hinten lang. Da ist doch der Aufgang, oder? Ah ja, stimmt. Ich werde die Struktur aktivieren. Das klingt auch. Ja, guck nicht so, dein Platz ist frei. Ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit neben mir stand und geschrien hat, weil sein Bruder auf seinem Platz gelegen hat. Da musste ich ein Machtwort sprechen. Ich muss die ganzen, die Rallye Points hier wieder wegmachen und ja, so. Ja, ich habe auch gerade an Track All gemacht. Sieht man wieder nüscht. Mhm. Nächste Purge. Yes. Boah. Alter. Gesundheit. Kasi da auch steht, ne? Wo ist er? Ja, in der Mitte. Sehe ihn nicht. Der Naked. Ah, jetzt sieht man nicht mehr. Ist weg. Ist er jetzt im Spectator? Ich schießen. Kasi has only 6 lives left. Guck mal, da hinten links von uns, ne? Die Schildblocker. Chili rein. Ja. Oh. Wollen wir direkt auf die links snipen?
mean, we could. Rechts von uns ist aber auch ready, ne? Mhm. Und direkt vor uns ist auch was. Wir sind ziemlich in der Mitte gerade. Okay, die sind direkt runter. Lol, wie alle direkt runtergehen. Einmal mitgedrückt. Wie rechts von uns sehe ich kein Movement. Wir checken direkt, ob die noch da sind. Ich habe aber einen Pfiff gehört. Oder war ich das selber? Oh, da kam ein Shot hier rauf. Ja, die stehen wieder nicht, da unten. Ne? Ich meine, habe ich links von uns Steps gehört gerade? Nee, okay. So, Shadow State ist auch drin. Ich sehe auf jeden Fall bei dem Tor hinten, da stehen zwei. Ja. Die Position, wo mir so gut gefallen hat. Ich gehe mal hier auf die andere Seite bei den Steinen. Hier, bei mir sind welche. Ja. Die haben nur da gelegen und haben drauf gewartet, dass einer kommt. Der rechts ist gesplittet. Aber der will bowlern, nach wie vor. Mhm. Ich bin ein bisschen auf Distanz. Ja. Jetzt ist wieder der Scheiß voll reingelaufen, ey. Naja. Einer liegt da. Ich hab den wieder. Irgendwer kam von oben. Ein Schuss. Okay. Ja, irgendwer steht da oben auf dem Ding. Okay, ich komme mal gerade zurück zu dir. Mhm. Aber wie gesagt, oben auf dem. Wo? Kannst du nochmal Marker geben? Entweder meinst du oben? Da oder auf der anderen Seite, auf dem links daneben, einer von den beiden. Okay. Hängt einer im Obi drin. Ey, wild. Weiß nicht, was mit dem Team ist, was uns. Wow. Hast du gemerkt? Von da kam das. Ja. Schnee von da. Zwei Stück. Die anderen gegenüber auf dem Stein sind da wieder am Zirkeln. Ja. Ich sehe leider nur einen aktuell. Ja, genau. Ach, da weißt du, wer das wieder ist. Das ist wieder Hamsti und Ashton. Wetten? Ja, sicher. Wieso kriege ich denn jetzt Hits von hinten? Okay, so geht das nicht. Ich bin sogar fast für draufpushen, um ehrlich zu sein. Hamsti, Ashton, push. Ja, weil die uns halt drainen. Das nervt ein bisschen. Hm. Wo bist du gerade? Bin da. Neben dir. Und wo kam das? Aber eigentlich will ich die auch nicht pushen, weil die sind halt relativ stark unterwegs. So. Mhm. Oder sind die das? Ich kann es nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Da unten mal auf den geschossen, weil der Drecksack mir auch gerade eben frechen Rücken geballert hat. Hast du das im Blick, wenn ich gepusht werde? Ich versuche da hinten rüber zu gucken. Ich sehe ein bisschen was. Zumindest einen drehe ich. Zweimal eingedrückt. Ja, die springen halt auch auf dem Stein rum. Also, es knallt ja, ne? Wir haben ja Granaten. Ja, ich habe die Granaten auf die geworfen. Ah, soll ich mal auf die anderen da hinten werfen? Nee, schmeiß die mal da hinten hin. Die Schweine, die sich da hinten hinter den Dingens verstecken. Hat wieder einen. Oh ja, keine Hose mehr. Hier vorne. Ja, genau, schmeiß mal da hin. Auch wieder ein Hit. Boah, Alter, ich drücke aber auch, ey. Boah, die hat gesessen, die Nate. Hat noch ein Hit? Ja, ich bin dann jetzt auch out of Nates. Ich hab gegeben. Hat noch ein Hit? Der Kollege hat keine Hose mehr. Hat noch ein Hit? Was
Hast du ihn getroffen? Nee. Ich sag schon, wenn ich einen treff. Das Schild hat da hinter dem Hügel, ne? Ich hab immer noch den anderen Stein da im Auge. Hat noch einen Hit? Bei dem toten Vieh, was da liegt. Ja, ist weg. Jetzt sind sie da hinten in der Ecke. Zirkelst immer weiter hier zum vermutlichen Hamsti-Team, ne? Ich weiß. Ich bin gerade sehr erpicht da drauf, auf die zu schießen. Man merkt's. Aber ich hab den so gedrückt. Ich würde das Hamsti-Team jetzt gerade tatsächlich pushen. Weil die super abgelenkt sind. Die schießen auf die wir gerade weggejagt haben. Okay, ich hab Bola in der Hand. Bin hinter dir. Okay, dann los. Jetzt, wo gerade der Longneck-Schuss kam. Ich hab einen gebolert. Hit. Ich bin gebolert. Ja, ich hab nix an den Beinen. Ich bin weg. Same. Bin runtergedroppt. Lebst aber noch, ja? Ja, alles gut. Wo genau bist du runter? Dann komme ich nach oder lass ich's? Ich bin hier. Ich kann kommen. Scheiß Grapple, verkauft mich nicht, danke. Ah, du kommst rauf. Ich bin safe soweit, ja. Kann auch wieder theoretisch zu dir hochkommen. So bald wie möglich. Ich würde jetzt gerade mal die andere Position hier... Die zwei kommen jetzt hier, oder wollen sie rüberkommen oder nicht? Ne, sie gehen wieder zurück hinter ihrem Berg. Da war aber dann gerade noch ein Team, was sich eingemischt hat, oder? Es waren doch plötzlich mehr als nur... Ne, ich bin von hinten gekommen. Du bist links rüber, ich bin rechts rüber. Ja, aber ich meine trotzdem. Okay, gib einen Call. Soll ich zu dir kommen oder kommst du zu mir? Komm wieder zu dir. Ich wollte nur einmal gerade die Lage checken und gucken, was jetzt hier Phase ist und wer hier vor allem wo. Mhm. Ich habe einen Pfiff gehört. Grapple warst du? Ja. Doof, dass man den Kopf so rüberholt, als würde man dann mehr hinter den Stein gucken können. Wo sind sie? Die sind wieder mal immer noch an ihrem scheiß Stein. Ja. Jetzt kriege ich in den Rücken, oder was? Sah von mir von oben aus. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, meine Flak ist ziemlich im Ass. Ja, mein Brustpanzer ist auch im Eimer. Also der erste. Ja, kein Plan. Bist du das? Distracten. Ich bin an dem Hügel hier immer noch. Ich bin auf der anderen Seite. Zieht halt gerade die ganze Zeit nichts. Hier die ganze Zeit. Ich will die da halt eigentlich weghaben, ne? Das stört mich sehr, dass die da chillen die ganze Zeit. Und dieser verdammte Stein ist auch echt strong. Ja. Jetzt habe ich einen safen Schuss daneben gesetzt, das war auch wild. Ja, die pimmeln hier die ganze Zeit mit der Bola. Jetzt kommen sie. Pushen mich. Ich falle ein Stück zurück. Ich bin natürlich vorgepusht. Ja, Vorsicht. Ich bin gebolert. Scheiße. Boah, fuck. Oh.
Ja, blöd jetzt. Ja. Weil ich die fucking Hatchet nicht rausbekommen hab. Mann, ey. Oh. Also da ist ganz Ficker, kurz vor privat halt so angepisst. Aber die sind auch, die sind halt auch 13, ne? Die sind fast im Gaming. Mhm. Ich hab's einfach nicht geschafft, meine scheiß Headshot rauszubekommen. Das war jetzt gerade ein Problem. Ja, ich hab gerade auch erstmal ordentlich gefettfingert. Oder ist nicht. Vielleicht kann ich mir hier was abstauben noch gleich. Wie bin ich denn hier gespawnt? Ach du Scheiße. Hm. Naja gut, du kannst jetzt arbeiten mindestens oder so, ne? Ja, wenn ich nicht komplett Fettfinger-Spawn gemacht hätte. Fettfinger-Spawn? Mhm. Ich muss mir jetzt ist wieder in der ersten Purge, jetzt muss ich mir hier wieder Leder farmen, ey. Ich hab's auch geschafft, gerade voll auf meinen Dingens zu fettfingern. Auf meinen Fallschirm. Statt auf die Hatchet. Munin was killed by Gato. Damn. Das war die Rache oder so, ne? Mhm. Oh, hier irgendwo Leder. Da ist ein Parasaurus. Ah, das war nicht gut. Von mir. Und das Dimorphodon hier, ey. Aber Dimorphodon gibt Leder oder so, ne? Mhm. You give me hide pants. Nice. Die wilden Lederhosen an. Muss ich. Jetzt muss ich hier wieder irgendwie third partyen. Da sind doch schon übel viele, müssen da jetzt schon wieder tot sein, oder? Nee. Nur, Gato und meine Wenigkeit. Gato ist nicht tot. Gato hat gekillt. Achso, Munin und meine Wenigkeit dann, ja. So, und ich renne in Stoffarmor am Strand rum. Das ist auch so dumm. Was? Warum? Weil das Bett, weil ich ausgewählt hatte, nicht, ich bin am Strand gespawnt, sagen wir es einfach so. Dann bau dir doch ein neues Bett und travel weg. Ja, genau, das habe ich vor. Und warum hast du dann Klopfarmer an? Damit ich. Weil hier 20.000 Archies am Strand sind. Da hilft die Klopfarmer auch nicht. Nee, aber ich fühle mich nicht ganz so nackt. Das ist rein physiologisch. Naja. Ich suche mir jetzt ein Dodo und dann geht's heimwärts. Mhm. Boah, ernsthaft? Ich bin Knockout im Wasser. Obwohl ich Stimulanzien gefressen habe, aber ich glaube, ich gehe schnell wieder wach, weil ich Stimulanzien gegessen habe. Das Narkosezeug macht's. Ja, es ist wieder ziemlich krass runtergetickt, aber es könnte knapp werden. Ich bin bei unserem. Jetzt weiß ich wo. Oh Mann. Ich bin bei unserem Waypoint bin ich gespawnt, bei dem Schlafsack. Saufst du jetzt aber nicht, oder? Doch. Oh, ne. Also ich, keine Ahnung, ich lieg halt im Wasser und meine Torpor-Anzeige ist hochgegangen und dann wieder runter und jetzt ist sie halt auf Stillstand. Die verändert sich nicht. Das ist die ganze Zeit auf dem gleichen Wert und jetzt habe ich keinen Sauerstoff mehr und verliere AP. Ich ersaufe. Das gibt's doch nicht.
Hallo, wieso verändert sich denn mein Torporwert nicht? Was ist das? Es bleibt die ganze Zeit auf demselben Wert. Ja, ich bin jetzt tot. Oh, das ist so dumm, Mann. Okay, und tschüss. Lol. Das war aber ein Double Kill hier. Hä, Simi was killed und Kay was killed? Mhm. Da steht bei. Ist der auch ersoffen? Als ob der sich mit seiner eigenen Falle hochgejagt hätte. Das war halt wirklich zeitgleich, ne? Ja, absolut synchron. Ja. Ihr nehmt das Projekt hier nicht ernst. Ich bin wie im Kampf gestorben, ihr Affen. Oh, nee. Was? Ey, ganz ehrlich. Das muss ich sehen. Ich hab das Gefühl, wir sind beide in dieselbe Trap gelaufen und beide ins Wasser gefallen und ertrunken. Oh nein, ey. Warum gibt's hier am ganzen Strand nicht einen Dodo, den ich mal für ein Leder killen könnte? Meine Güte. Oh. Ja, das war eine Purge-Course. Eine kurze Purge. Ja.